Patrick Herrmann, 20, offensives Mittelfeld, rechts. Glücklich in Gladbach. Ich glaube, das ist bei jedem Fußballer oder bei jeder, der mal als kleiner Fußballer angefangen hat, ein Traum, da mal zu spielen. Aber ja, also mir geht's auch so, es ist noch ein Traum. Ein wahr gewordener Traum. Intensiv erlebt Herrmann vor allem jedes Heimspiel seiner Borussia. Also gerade die ersten Meter, die man dann Schritte rausmacht, das ist schon was ganz Besonderes. Also das ist ein Gefühl, das kann man halt schlecht beschreiben. Also man ist nervös, angespannt. Aber sobald dann der Pfiff zum Spiel ertönt, dann konzentriert man sich nur aufs Spiel. Zum Shootingstar wird er am Niederrhein, weil seine Schnelligkeit als unwiderstehlich gilt und seine Schusstechnik als phänomenal. Wir spielen schnellen und guten Fußball und von daher macht es auch sehr viel Spaß, wenn wir jetzt den Ball haben. Letzte Saison sind wir vielleicht am Anfang der Saison ein bisschen öfter den Ball hinterhergelaufen. Jetzt spielen wir mit dem Ball, von daher macht das halt mehr Spaß, als die ganze Zeit ohne Ballbesitz dazustehen. Vorm Abstieg gerettet, in letzter Sekunde, in der Vorsaison und heute auf Champions-League-Kurs. Ich denke, das hat fast keiner geglaubt. Also, dass es jetzt so gut läuft, wie es jetzt läuft, das war sehr unwahrscheinlich letzte Saison. Getragen wird der Höhenflug des jungen Gladbacher Teams von einer Euphoriewelle, die es so hier seit 30 Jahren nicht gab. Wir haben ein sehr gutes Umfeld und es ist ja auch ein Traditionsclub. Von daher gibt's viele Fans, die auch von weiter weg kommen. Das merkt man ja auch bei den Auswärtsspielen, nicht nur bei den Heimspielen. Ja, und ich würde sagen, das macht den Verein schon ein bisschen so aus. Das ist auch vielleicht ein bisschen ein familiäres Umfeld, gerade mit den Fans, mit dem Vorstand, also mit allen zusammen ein bisschen. Und der Borussia-Park meldet mit mehr als 50.000 im Schnitt immer neue Zuschauerrekorde. Man merkt natürlich schon, wie die Stimmung sehr aufgeheizt ist oder sehr gut ist hier im Borussia-Park. Von daher kann das vielleicht noch 1-2% mehr rausholen, die nachher vielleicht zum Tor langen. Wer die Bayern schlägt und gegen Meister Dortmund besteht, der dürfte träumen. Patrick Herrmann aber bleibt bescheiden. Wir haben ja vor der Saison ganz klar ausgegeben, dass wir nicht absteigen wollen. Das bleibt auch so. Letzte Saison wissen wir ja, wie schnell gegangen ist mit Frankfurt, die sind noch abgestiegen. Von daher kann das im Fußball schnell gehen. Wir hoffen natürlich, dass es bei uns noch ein bisschen weitergeht. Patrick Herrmann und seine schwarz-weiß-grünen zurück auf dem Weg nach Europa.